Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge bei Conan Exiles auf den Savage Wilds. Und ja, unsere Amazonentruppe hier bewegt sich natürlich weiter zu unserer Zielposition, die wir uns in der letzten Folge so ein bisschen ausgeguckt hatten. Ne? Schlagen wir uns erstmal hier so ein bisschen durch die Mangroven. Immer mal so ein bisschen im Blick behalten, dass wir die richtige Richtung hier einschlagen. Okay, irgendwas hat uns im Blick. Ah, okay. Nehmen wir mal ein das Riesenvieh hier. Ne? Mal, dass unsere Damen das so gut tun. Na gut. Sehr gut, sehr gut. Ich werde mal eine Sache machen. Ich werde mal ein Schlachtmesser mitnehmen und dann werden wir uns hier mal schon mal wieder ein bisschen exotisches Fleisch rausschneiden. Hier, ne? Ja. Hier können wir theoretisch auch ein bisschen Fleisch raushacken. Wenn wir hier einmal sind. Ah. Jetzt nicht vergessen, dass wir wieder wechseln hier. Ja. Auf mit uns ins Abenteuer. Ja. Mal schön gucken, dass die beiden Damen hinterherkommen hier. Ne? Werde ich dann bei Gelegenheit den Damen natürlich auch so ein Outfit verpassen, wie wir das haben, ne? Damit wir ein bisschen einheitlich aussehen. Da werden wir uns dann ein bisschen angleichen. Da müssen wir dann bloß gucken, dass wir, wie gesagt, die Werkbank jetzt mit dem nächsten Level nochmal freischalten. Damit wir Zugang zu den Rezepten kriegen. Und dann haben wir hier eine einheitliche kleine Amazonentruppe. So, und wir schon mal auf die Karte gucken. Noch richtig aus. Scheint mir richtig zu sein. Der Weg. So, jetzt kommen wir wieder ins Gorilla-Gebiet hier, ne? Bin ich mal echt gespannt, was für Fähigkeiten unsere beiden Damen kriegen, wenn die jetzt aufsteigen. Ja, ich glaube, die blockieren sich ein bisschen gegenseitig beim Kämpfen. Ne? Das kriegt die KI noch nicht so hundertprozentig hin. Bin ein bisschen am überlegen, ob wir den beiden Mays vielleicht sogar zwei Katanas geben, ne? Weil die Katanas ja zusätzlich auch nochmal Blut und Schaden machen. Jetzt mal gucken, ob ich wieder an meine Lieblingswaffe rankomme, die Giftklinge. Das ist ein besonderes Katana, das Giftschaden und Blut und Schaden gleichzeitig verursacht. Wenn wir die kriegen sollten, dann haben wir noch einen Kopfgewinn, ne? Wenn wir den beiden so eine Waffe verpassen würden, wäre das natürlich mega heftig. Würden die beiden im Alleingang quasi schon alles auseinanderpflücken. Das Gute ist, dadurch, dass wir halt einer einen Speer gegeben haben, macht die halt durchgehend Knockback auf den Gegner. Wird also die ganze Zeit quasi am Angreifen behindert. Gehen wir erstmal alles hier schnell, was im Umkreis rumsteht. Damit wir hier entsprechend ein bisschen EP für unsere Damen zusammenkriegen. Ja, steht genau drin im Ding. Das ist das Einzige, was noch nicht so hundertprozentig nach wie vor klappt, ne? Dass man teilweise in irgendwelchen Gegnern auf einmal drin ist, stackt. Ja, gerade bei ziemlich großen Gegnern, bei sprich Elefanten oder Mammuts oder Bossgegnern, da steckt man halt gerne mal im Charaktermodel fest. Das kann dann doch schon mal ein bisschen tödlich werden. Ja, sehr gut. Ich kann mal gucken, wie der Stand der Dinge momentan ist. Mai ist schon Stufe 9. Sehr schön.
Das sieht schon mal gut aus. Halbes Level noch, dann kriegt sie die ersten Fähigkeitenpunkte. Und die liebe June ist schon Level 6. Wow, der hat ganz schön nachgelegt hier, ne? Die hat aber ordentlich nachgelegt, die junge Dame hier. Die will es ihrer Schwester gleich machen, ne? So ein bisschen wie bei Star Wars The Acolyte gerade, ne? Die beiden Zwillingsschwestern. So, dann mal gucken. Wir müssten jetzt irgendwie darüber, ne? Wir sind irgendwie unterhalb des Sees, habe ich das Gefühl. Mal gucken, ob wir hier irgendwie... Ah, von hier aus kommen wir wahrscheinlich hoch, ne? Muss mal ganz schnell mal gucken. Denn wie gesagt, wir wollen natürlich oben den Boss noch mitnehmen. Wir dürften nochmal einen schönen EP-Push nochmal geben für unsere Damen. Daher macht das schon mal Sinn. Ja, ich muss gucken, dass wir an das Ding hier nochmal rankommen. Eigentlich auch eine coole Location hier, ne? Hat wirklich so ein bisschen was von der Oase irgendwie. So. Oh, Lady, dann dürft ihr. Dürft mal gerne mitarbeiten hier. Mitarbeiter des Monats. Ja. Bin mal gespannt, ob bei dem Evil, bei der Evil Cabinet Mod nochmal ein Update kommt, dass diese zweihändigen Schwerter hier dann irgendwann mal die Animation von Dolchen oder so bekommen, ne? Dass halt wirklich auch mit beiden Waffen sozusagen zugeschlagen wird. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass im Prinzip bloß eine dargestellt wird als Animation. Die haben wir erstmal beseitigt. Ist das normaler? Ja, ich dachte, das war ein verderbter Schuhschnabel. Apropos, wir können mal gucken. Ich meine, gut, ich habe eh alles fertig. Riesige Kreaturen besiegen. Eine von fünf haben wir schon. Okay. Ich glaube, da hat das die große Echsenbestie zugezählt, ne? Mit den großen Kreaturen. Naja, haben wir schon eine davon zumindest schon mal fertig. Geht also nicht um Körpergröße, es geht halt an und für sich so ein bisschen um Art der Kreaturen und Verderbte mitgemeint. Das ist immer so ein bisschen der kleine Nachteil, wenn man mit dem deutschen Client spielt. Manchmal einige Übersetzungsschwierigkeiten bei, habe ich festgestellt. Ja. Gut, dann wollen wir uns mal zum Boss bewegen. Wollen wir doch mal gucken, ob wir den kaputt kriegen. Ne? Muss man bloß ein bisschen aufpassen, wie wir gerade sehen, eine unserer Begleiterinnen stackt schon wieder am Boden fest. Ne? Jetzt stacken beide im Boden fest. Das ist natürlich echt uncool. Oh, eine hat sich wieder befreit. Okay. Ja, das ist immer das einzige Problem, was man hier großartig kriegt, ne? Wenn sich die Begleiter im Boden feststacken. Lady Nummer 2 hat sich wieder befreit. Aber wie wir sehen, das würden die beiden Damen, glaube ich, sogar alleine schon schaffen. Ne? Wenn wir jetzt nicht das Problem hätten, dass die Boden festsacken. Ja, schön. Haben wir wunderbar geschafft. So, können wir theoretisch alles mitnehmen. Ne? So, jetzt zerhackstücke wir das Ding gleich mal. Ordentlich was drin gewesen. Müssen wir direkt mal gucken bei der lieben June, ob das ob der Speer, den wir gerade bekommen haben, ob der vielleicht sogar stärker ist als der, den wir schon hatten. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Er macht nämlich 37 Schaden, wie wir sehen. Ne? Rüstungsdurchdringung 8. Reichweite. Variable. Ah, dann tauschen wir den mal.
Macht, glaube ich, mehr Sinn. Wie gesagt, sind nochmal 5 Lebenspunkte mehr, die das Ding an Schaden macht. Das ist, denke ich, ganz okay. So, wollen wir mal weiterreisen. Nehmen wir nochmal ein Stück Wasser hier am Tümpel. Hm. Oh, hier haben wir eine Quelle für seltene Fische gefunden. Muss ich mich bei Gelegenheit mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, mit den Fischereisachen, die jetzt hier dazugekommen sind. Da muss ich mich mal ein bisschen mehr informieren, wie das Ganze funktioniert und ob es da irgendwas Besonderes für gibt. Ne? Kann ja durchaus sein, dass man da irgendwelche Trophies nochmal extra für kriegt oder so. Oh, verderbtes Krokodil, wie mir scheint. Ja, das ist ein verderbtes Krokodil. Ah, dann zerlegt mal. Sehr schön. Oh, braucht man eigentlich nicht. Ich weiß, wir überlegen, ob wir es abbauen sollen, aber brauchen wir aktuell nicht mehr. So, mal gleich mal wieder auf die Karte gucken, ob wir noch richtig sind. Ah, ne? Müssen wir jetzt mal gucken. Wir müssen, glaube ich, eh hier am großen Wasserfall vorbei, ne? Ich muss auch ehrlich gestehen, ich liebäugle noch ein bisschen mit dem Spot, ne? Mit dem großen Wasserfall. Da vielleicht auch nochmal eine kleine Außenbasis irgendwie bauen. Wie gesagt, wir bauen ja nicht nur funktionale Basen. Ich werde mit euch wahrscheinlich auch hier und da immer mal ein kleines Bauprojekt starten, ne? Wie gesagt, die Savage Wilds sind jetzt hier die erste Season, wo wir hier mal unterwegs sind. Wird sich dann auch ein bisschen danach richten, wie euer Feedback so ein bisschen am Ende des Let's Plays nachher ist. Ob wir schnell oder in unmittelbarer Zukunft dann nochmal eine weitere Season hier auf den Savage Wilds machen. Das ist dann optional mal offen. Wollen wir mal gucken. Ich habe allerdings natürlich auch schon eine Idee für die nächste Season, ne? Wie gesagt, auch wenn das wahrscheinlich noch ein Ende weit weg wird, also ich peile mal mindestens an, so 100 Folgen werden wir hier bei den auf den Savage Wilds wahrscheinlich auch haben. Das ist in der Regel jetzt immer so ein bisschen der Fall gewesen, ne? Gerade so die letzten Seasons sind doch ein bisschen länger geworden. Wir wollen jetzt ja nicht abhetzen, ne? Wir wollen ja hier schön in Ruhe ein bisschen erkunden gehen. Daher rechne ich mal stark damit, dass es ein paar Folgen mehr werden. Eisen lassen wir mal außen vor. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssten hier irgendwo runter, ne? Wir wollen jetzt ja nicht die Beine brechen. Müssen wir bloß mal gucken, wo es hier runter ging. Ah, hier eventuell. Wir müssen ja bedenken, unsere Damen müssen natürlich auch hinterherkommen, ne? Ich meine, gut, die werden, die ploppen sowieso oder spawnen hinterher. Aber muss ja nicht zwingend der Fall sein. So, ich denke mal, der Kuda wird uns angreifen, jawohl. Ja, das wird er bereuen. Hier wird er zu Kleinholz verarbeitet. Das Coole ist, er kriegt unsere Damen, machen sogar jetzt schon Blutungsschaden. Ne? Das ist echt cool. Ja. Unsere Begleiterin natürlich wieder am Boden stackt, ist nicht cool. Aber ich hoffe mal, dass die gleich wieder hinterher spawnt. Hat echt nach wie vor ein Problem. Ah ja, der ist so. Also ganz ehrlich, wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre das echt teilweise Game-Breaking für das Spiel. Ne? Muss man halt leider so deutlich sagen, wie es ist. Auch wenn ich natürlich riesen Fan von Conan Exiles bin und da auch kein Hehl groß draus mache. Das ist nämlich wirklich ein Herzensprojekt hier. Aber über die ganze Entwicklungszeit hin bleiben halt leider Gottes immer mal langfristige Bugs immer noch drin. Ne? Glitches oder nennt es wie ihr wollt. Jedenfalls Dinge, die man eigentlich nicht mit ungern oder nicht gerne hier im Gameplay hat. Ja, dann wechseln wir mal das Biom. Ne? Gehen wir mal in die nächste Region. Sozusagen.
So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, wie wir da hochkommen. Müssen wir hier irgendwo erstmal wechseln. Ich denke mal, hier oben die Route werden wir mal gucken. Ob wir hier schon mal durch können. Wir müssen sowieso mal schauen. Ich würde fast sagen, wir gehen erstmal Richtung Ost, Richtung Westen. Bis hierhin. Drehen dann eine Runde hierhin. Dann hierhin. Und dann machen wir uns auf den Rückweg. Ich bin ja theoretisch auch hier in dem Dorf mal vorbeigucken. Damit wir die Sachen mal aufgedeckt haben. Aber das wird, glaube ich, der Plan sein. Einmal im Uhrzeigersinn hier das Biom mal durchstreifen. Damit wir dann alle Spots mal gesehen haben. Bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Wartet mal, hier liegt nämlich jede Menge trockenes Holz rum. Das nehmen wir mal ganz kurz noch mit. Ja. Rinde und Baumharz werden wir sowieso wieder für Alchemie brauchen. Wenn wir hier gerade so viele trockene Baumstämme liegen haben, dann wäre es eine Schande, die nicht schnell nochmal mitzunehmen auf dem Weg. Ne? Machen wir das nämlich nebenbei hier schnell nochmal. Ja. Ging ja zum Glück noch genügend rum. Ah, liegt sogar jede Menge davon rum. Das macht den Spot hier natürlich irgendwie noch wertvoller, ne? Wenn man jetzt nicht zu dicht dran baut, dass die Dinger nicht wieder nachspawnen. Hat man hier trockenes Holz, Baumrinde, Baumharz. Hier sind überall Beerensträucher. Das heißt, Lebensmittel hat man auch direkt eine Versorgung. Eisen und Kohle sind hier direkt. Wirklich ein ziemlich cooler Spot. Wird mal von der Aussicht nochmal zusätzlich abgesehen, ne? Aussicht macht natürlich auch nochmal einiges aus. Könnte man theoretisch so ein bisschen ein Baumhaus bauen, ne? Mit, um den großen Baum damit einzubinden. Oh, okay. Riesen Loch hier im Boden. Oh. Scheint mir der Modder was übersehen zu haben, ne? Oder die Modder. Je nachdem, keine Ahnung. Ja. Nehmen wir das Ding hier noch mit. Ja, super. Wo man nämlich gleich wieder bei Gelegenheit, sobald wir wieder am Lager zurück sind, wieder gehärtete Steine herstellen. Und dann kann ich schon wieder ein paar Ziegel brennen. Ne? Sobald wir unsere Erkundungstour abgeschlossen haben, wir dann natürlich gleich das nächste Bauprojekt starten können. Der Hintergedanke gerade, warum ich hier alles schon mal mitnehme. Ja. Oh. Bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher, was das hier für ein Biom ist. Ob man das als Tundra bezeichnen kann. Oder Highlands. Wahrscheinlich eher so ein bisschen die Highlands, ne? Hat ein bisschen was so von schottischem Hochland irgendwie, finde ich. Müssen wir mal gucken. Hier gab es doch, glaube ich, einen Werwolf-Boss irgendwo in der Nähe. Gucken, ob wir den auch nochmal ausfindig machen können. So, jetzt müssen wir gleich mal uns orientieren. So. Was haben wir da? Was ist das? Ein Bär. Okay. Ist das ein normaler oder ist das ein... Das ist ein normaler Bär. Okay. Ein normaler Schwarzbär. Aber auch viel von dem trockenen Holz hier, ne? So, jetzt müssen wir uns ganz kurz orientieren. Wir könnten theoretisch hier mal weiter folgen. Hier scheint mir ein Dorf zu sein, ne? Dann nehmen wir das direkt mal mit. Dann haben wir es gleich erkundet. Ich meine, da oben scheint auch irgendwas zu sein. Können wir mal hier oben als erstes hingucken, ne? Ich meine, uns hier in dem Biom werden wir uns die nächsten Folgen sowieso erstmal aufhalten. Da können wir uns auch die Zeit nehmen. Dann haben wir es nämlich einmal gesehen. Ne? Können wir nach und nach dann die verschiedenen Biome mal abarbeiten. Oh, nochmal trockenes Holz. Oh, ist auch nochmal trockenes Holz. Boah, das ist cool, ne? Der Lichteinfall hier so reinbricht zwischen den Felsen. Sieht schon cool aus. Oh, was haben wir denn hier? Wer bist du denn?
sind unsere Damen überhaupt? Ah, da kommen sie. Müssen wir uns gleich mal markieren, bis hier ein Bärenboss rumsteht, ne? Ladies kriegen gerade gar keinen Schaden, so wirklich. Das ist nicht cool. Fällt mir ganz gut. Wie gesagt, bin dann mal im Überlegen. Also ich werde, glaube ich, den jungen Damen dann auch mal einen spartanischen Schild verpassen. Und einen Speer, ne, einen Einhandspeer. Machen wir, glaube ich, dann mal. Das ist nur Wildfleisch. Eine mystische Grundsubstanz. Aber glaube ich, müssen wir es abwerfen. Und so viel Zeug brauchen wir halt nicht. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Was haben wir noch? Braunbergkopf. Ja, die Köpfe brauchen wir eigentlich alle nicht. Gar nicht erst Inventar damit unnötig voll machen. Oh. Wildfleisch können wir theoretisch auch abwerfen. Das werden wir nicht brauchen. Ja. Dann haben wir wieder ein klein bisschen Platz. Ja. So, dann machen wir jetzt hier mal eine Markierung, ne, damit wir wissen, dass hier ein Boss rumsteht. Hier, Boss. So. Ist natürlich die Frage, wie kommen wir hier so ohne weiteres hoch? So, ich glaube, diese Frage, wie wir da hochkommen, werden wir in der nächsten Folge klären, meine Freunde. Ich denke, das war's für diese Folge erstmal. Gehen wir in die Folgenpause rein. Und ja, nächste Folge werden wir das erste Dorf hier mal erkunden, was hier in der Nähe ist. Bin mir nicht ganz sicher, ob es schon ein chimärisches ist oder ein Äsierdorf. Das werden wir gemeinsam rausfinden. Dann werden wir da mal auf Plündertour gehen. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.